Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Wir müssen diesen Winter noch bestehen. Also die Herdenimmunität ist nicht da, die Impfung ist bisher noch nicht da. Es wird auch nicht ganz so schnell gehen. Also wir müssen noch auf Schnellteste, FFP2-Masken und Umsicht im Alltag durch Hygienemaßnahmen müssen wir noch ein bisschen länger durchhalten, einige Monate. Und dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir irgendwann unser normales Leben wieder aufnehmen können. Hallo, ich bin Frau Dr. Katzenstein. Ich habe eine Covid-19-Schwerpunktpraxis in Berlin-Neukölln und bin auch eine ganz normale Hausärztin und versuche beides eben hier zu jonglieren. Verändert sich fast stündlich. Also ich weiß nicht, ob es einen richtigen Alltag gibt. Also es sind ja immer wieder neue Dinge, auf die man sich einstellen muss. Irgendwie die Zahlen gehen hoch und runter, die Temperaturen spielen eine Rolle. Frieren die Leute, wenn sie sich draußen anstellen. Also ich würde nicht sagen, dass sich bisher ein richtiger Alltag eingestellt hat. Ja, wie gesagt, die haben sich stetig geändert, die Herausforderungen. Am Anfang war es, man hatte keine Masken und wollte sich aber trotzdem einbringen. Und deswegen habe ich dann in Windeseile meine Praxis umgebaut und Ideen produziert, wie ich testen kann, ohne dass ich eine Maske hatte. Da sind dann Sachen obsolet geworden. Also ich habe angefangen mit so einer bestimmten Durchreiche. Das müssen Sie sich vorstellen wie in einer Tankstelle. Da konnte ich das Testkit einlegen, auf die andere Seite rüberschieben und der Patient hat sich dann hinter einer Plexiglasscheibe selber getestet und nicht unter meiner Supervision. Später habe ich dann angefangen, Patienten mit Hilfe eines selbstgedrehten Videos sich zu Hause testen zu lassen. Und das ging auch so lange wunderbar, bis die Masken dann kamen. Dann war es plötzlich keine Kassenleistung mehr, sondern nur noch für Privatpatienten. Dann habe ich angefangen, durch die Fenster zu testen, habe wieder umgerüstet. Das heißt, die Schlangen wurden immer länger, ging fast um den Block rum. Dann gab es auch ziemlich viel mediale Aufmerksamkeit aufgrund der langen Schlangen. Dann wurde die Teststrategie geändert, weil die Labore überlastet waren. Und dann wurde gesagt, jetzt ist der Schnupfen gar nicht mehr testenswert, wobei ich immer sehr hohe Positivraten hatte, zu jedem Zeitpunkt eigentlich. Und dann passen sich die Leute an und jetzt sind es wieder weniger geworden. Ich habe eigentlich keine Befürchtung, sondern die Befürchtung ist ja längst eingetreten. Wir haben ja die zweite Welle und wir haben leider Ausbrüche in Pflegeheimen und wir haben volle Intensivstationen. Ich glaube, dass ich schon sehr lange irgendwie gerne möchte, dass der Bevölkerung, also jeder einzelnen Person, das Handwerkszeug an die Hand gegeben wird, also sowohl die Informationen als auch die Möglichkeit, sich selber zu helfen. Und da sind zwei ganz wichtige Punkte. Das eine ist das Wissen, dass eine FFP2-Maske wirklich hilft, also vor Ansteckung hilft. Da würden mir zum Beispiel die Lehrer einfallen, die sich ja Tag für Tag in eine Gruppensituation begeben müssen und deswegen auch gefährdet sind, würden die konsequent eine Maske tragen, so wie das eben auch viele Ärzte machen in ihrer eigenen Praxis, dann wäre der Ausbruch in der Klasse erstmal nicht so dramatisch für ihre eigene Gesundheit und auch natürlich, um die Schulen offen zu halten. Es wurde ja immer wieder diskutiert, Masken ja, Masken nein, helfen sie nicht. Das hat sicherlich nicht geholfen, um jetzt Informationen irgendwie rüberzubringen und zu sagen, ihr sollt eigentlich nicht nur Masken tragen, sondern am besten ihr tragt medizinische Masken. Und der zweite große Pfeiler wäre die Möglichkeit, sich selber zu testen. Das würde einen riesen Unterschied machen. Also stellen Sie sich vor, die Mutter von zwei Kindern, ein Kind hat einen Schnupfen und ein bisschen Kopfschmerzen. Wie soll sich die Mutter entscheiden? Bleiben beide Kinder zu Hause? Bleibt nur das Kind zu Hause, was Schnupfen hat? Muss sie selber zu Hause bleiben? Das ist eine schwierige Situation. Also vermutlich ist es ja nur ein Schnupfen. Und dann würde doch die Schwester und die Mutter arbeiten gehen. Da wir aber jetzt in dieser Situation nicht wissen, ist es vielleicht doch Covid, wäre so ein Schnelltest natürlich erstmal eine Beruhigung. Also sie könnte die Tochter selber testen oder die Tochter testet sich. Das kann auch jedes Kind, würde ich sagen, ab 12, schätze ich so. Und wenn das negativ ist, dann kann man erstmal zur Arbeit gehen und das Kind zur Schule schicken.
Und so gibt es halt viele alltägliche Situationen, sei es, weil man seine Mutter besuchen will und sicher sein will, dass man zu diesem Zeitpunkt nicht ansteckend ist. Also ich bin selber einfach sehr froh, dass ich Zugang habe, weil ich natürlich auch als Privatperson in solche Situationen komme. Ich habe selbst 3 Kinder. Wenn eins meiner Kinder krank ist, wird es mal schnell getestet. Und ich kann dann meinen Alltag wieder aufnehmen.